Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein super einfaches und leckeres Pfannenbergrezept für euch mit übrig gebliebenen Yufkas oder mit Yufkas, die richtig brüchig sind. Für dieses Rezept sind solche Yufkas super geeignet. Ich habe 3 Yufka und bereite eine Soße vor mit 4 Eier, 100 ml Öl und 200 Gramm Joghurt. Ihr könnt ein bisschen Salz hineingeben. Ich werde jetzt ein Yufka beiseite legen, ein ganzes, damit ich den Boden damit bedecken kann. Den Rest werde ich dann einfach zusammenklappen, zu einer Rolle formen und dann in kleine Stücke schneiden. Also manchmal sind die Yufkas so hart und brüchig, man kann damit gar kein Börek backen und dafür ist dieses Rezept super geeignet und das wird richtig, richtig lecker. Wie ihr sehen könnt, schneide ich mein Yufka in richtig dünne Streifen. Dieses Rezept könnt ihr natürlich auch mit Lavashbrot vorbereiten oder aber auch mischen. Wenn ihr zum Beispiel ein Yufka habt, übrig geblieben ist, könnt ihr unten ein Lavashbrot, in der Mitte Yufka und oben nochmal Lavashbrot und so könnt ihr das auch backen. Ich habe jetzt eine Pfanne mit Margarine bestrichen und gebe mein Yufka drüber, welches noch im Ganzen ist. Die Seiten müssen nach außen gucken. In die Mitte gebe ich jetzt von den Yufkas, die ich in kleine Stücke geschnitten habe und gebe reichlich von der Soße darüber. Dann wieder Yufka und wieder Soße. Dann gebe ich die Füllung. Ich habe diesmal Schafskäsefüllung genommen, Schafskäse mit ein bisschen frischer Petersilie vermischt. Ihr könnt die Füllung natürlich beliebig nach eurem Geschmack ändern. Ich gebe noch ein bisschen geriebene Käse darüber. Ich habe Kaschalpenir aus dem türkischen Laden genommen, ihr könnt aber auch Gouda nehmen. Jetzt gebe ich wieder von den Yufkas darüber, die ich in kleine Stücke geschnitten habe und von der Soße und wiederhole das so lange, bis alles alle wird. Und die Seiten von dem ersten Yufka, die werden jetzt nach innen eingeschlagen und zwischendurch immer wieder mit der Soße bestrichen. Dadurch wird das richtig saftig und lecker. Nachdem ich die Seiten nach innen eingeklappt habe, lasse ich das in der Pfanne so ungefähr 10 Minuten einziehen und dann wird das auf dem Herd gebacken. Also ich habe jetzt eine Seite gebacken, umgedreht, die andere Seite gebacken. Beim Umdrehen nehme ich einen flachen Teller. Zwischendurch habe ich dann einen Deckel darüber gegeben, damit das auch innen richtig durch wird. Jetzt ist mein Börek gebacken. Ich habe je Seite so ungefähr 8 bis 10 Minuten gebraucht. Das ist richtig, richtig lecker geworden. Das war's dann eigentlich auch heute von mir. Ich hoffe, dass euch auch dieses Rezept gefällt. Ich wünsche allen, die es ausprobieren möchten, viel Spaß dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Videos teilen und kommentieren würdet. Wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder und sage Tschüss!